So. Hallo, hallo, hallo. Du musst doch mit deinem Sohn saufen fahren. Der Sohn spielt Brawl Stars, der hat sich bis jetzt eine Stunde beschäftigt. Und er hat mir erzählt, wie er in seinem Brawl Star Pass irgendwelche Brawler freischaltet und irgendwas zieht und irgendwas macht. Junge, ich verstehe da schon gar nichts mehr, ne? Ich verstehe schon gar nichts mehr, Digga. Das Brett ist schon wieder nicht. Das ändert sich doch hier täglich, Junge. Ändert sich doch hier täglich. So, keine Konkurrenz, wir streamen kurz. Albins Gegner damit, na sicher. Mögen wir doch. Albins Gegner damit ist wirklich Schmutz. Es ist halt objektiv schlecht, aber es ist subjektiv nicht so simpel, finde ich. Ja, Schwarz entwickelt hier normalerweise Springer C6. Man macht B3, weil man Angst hat vor solchen Geschichten. Irgendwann spielt man auch mal B4 und macht hier los, aber jetzt kommt es erstmal drauf an, was Weiß hier so macht. Man kann zum Beispiel den spielen, dann kommt der. H3 irgendwas. B4 muss man irgendwann mal spielen. Das ist mir neu. Gut, dann einfach mal den. Entwickeln wir so. Der Witz ist ja eigentlich, dass der jetzt halt hängt, ne? Funny Jock. Wenn er schlägt, nehmen wir wieder. Wenn er. Okay. Das ist ungewöhnlich. Okay, wenn ich jetzt hier hingehe, macht er den oder was? Gehe ich hier hin? Ich will eigentlich hier hin den dann angreifen. Gut, der geht zurück einfach, ne? Kommt der. Vielleicht hätten wir auch einfach nehmen müssen. Takes, 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 der. Und nichts passiert oder sowas? Weiß es nicht. Ja, gut, das kann man natürlich auch bringen, weil jetzt der nicht mehr geht. Er wird zurückgehen wahrscheinlich. Ne, oder er nimmt. Stimmt, er nimmt einfach, lol. Ich hasse Albins Gegengambit so unglaublich, ne? Ich hasse es einfach, ne? Ich hasse es. Was muss man denn hier spielen? Ich finde das auch nicht mehr logisch, die Züge, die man hier spielen muss. Springer BD2. Achso, ja, geht nicht, okay, aber der. Ich finde, egal wenn es Gegengambit, ich finde das schlimm, weil ich finde die Züge, die man machen muss, um da mit Vorteil rauszukommen, nicht intuitiv. Ich verstehe dich nicht. Ich kenne einen aus dem Verein, der spielt immer Albins Gegengambit, wenn ich D4 spiele und dann gegen den spiele ich schon E4 oder irgendwas anderes, ne? Ich habe da gar keine Lust mehr, mich reinzuversetzen. Weil, wie gesagt, es wirkt für mich mit Schwarz, ich habe mir das mal angeguckt mit Schwarz, intuitiver als mit Weiß zu spielen. Vielleicht müsste ich es mal so machen wie bei anderen Computerspielen. Man soll einfach selber Albins Gegengambit mit Schwarz spielen. Und dann guckt man mal, was die Gegner machen dagegen. Also Kramer, das ist ja wohl eine Trollfrage, ne? So ist Kramer hier eigentlich VIP. Das gibt es gleich mal weg hier. An VIP. Also ich glaube, diese VIP-Sachen, die sind doch von vor 100 Jahren, ne? Kramer ist doch nicht mehr VIP hier, Digga. Wie oft wurde ich schon von Kramer gefrontet in anderen Chats? Erstmal VIP weg. ja. Ich meine, du kannst ja mal Tux googeln. Nur Tux, ne? Wirst du was finden. H4, H5. Ja, das sind immer so Dinger, wo ich mir sage. Also das ist eigentlich komisch, ne? Der steht auch hier komisch. Er kann hier nicht hin, er kann hier nicht hin. Hier nehmen wird auch in Zukunft nichts. G4 irgendwo, um das hier anzuhebeln. Ich finde den komisch.
So, jetzt mach mal einfach den. Tausch mal halt ab. Obwohl vielleicht sogar die Springer besser sind hier. Hätte ich den hier wieder hinstellen sollen, aber es ist dann natürlich ein bisschen awkward. Den hier hinstellen in der Idee, dann kommt der. Under the Bridge ist auch noch geil, ne? Ja, er nimmt. Ich hätte erst genommen, ehrlich gesagt, an seiner Stelle. Jetzt hat er nämlich die blöde Struktur, das hätte er mir auch verpassen können. Rochade? Was ist, wie ist die offene F-Linie einzustufen hier, ist die Frage. So, wie ist das jetzt hier einzustufen? Wenn er den macht, also ja. Gut, jetzt käme wahrscheinlich der, aber dann mache ich einfach den. Springer irgendwie entwickeln, vielleicht C5 irgendwann mal zügig machen. C5 zügig machen. Der, aber jetzt mache ich den. Will er dann den machen? Durch sein gutes Recht, ne? Und dann steht's, dann sieht's böse aus. Ich muss, glaube ich, zurück schon, ne? Das könnte hier mal ein Problem werden. Wir müssen hier auf jeden Fall ein bisschen anknabbern, die Struktur. Der Springer steht auch noch ein bisschen da wie nichts, wie eine Gurke hier. Vielleicht hätte ich erst den Springer statt. Vielleicht statt B6 hier den Springer hinstellen. Wäre vielleicht sinnvoller gewesen, ja, als B6. B6 ein bisschen lahm. Hey Leon. Neon war gestern da, ne? In deiner Abwesenheit. Und hat meinen Stream beobachtet. Einfach nur aus den Gründen, dass er sich selbst davon überzeugen wollte, dass das 5G-Netz stabilen Ping und stabilen Stream hat. Er war so 10 Minuten drin und meinte, ja, ist ja krass, das ist echt stabiler Ping, das ist ein stabiler Stream. Ich gehe jetzt mal zocken. Neon ist ein NPC, jawohl. Die Frage ist doch, kann er den Druck erhöhen oder will er jetzt, sagt er sich einfach, der Bauer hängt? Ach so, er will den, also er will den provozieren, damit er den hat und dann hängt der Turm. Und wenn ich den Turm wegziehe, kracht's hier, ne? Das hätte ich alles jetzt verhindern müssen, mit indem ich den Springer wegziehe und dann G6 mache. Jetzt hängt der Bauer einfach durch. Das ist natürlich eine kleine Belastung. Aber ich denke ja, ich bin auch noch im Blitzmodus, ne? Gestern Abend noch Bullet gespielt. Nicht so günstig jetzt. Also der Bauer ist hier flöten. Das Problem ist, dann kommen die. So, jetzt müssen wir irgendwie Gegenspiel machen hier. Gegenspiel, Modcheck. Der Springer steht halt auch schlecht. Eigentlich würde ich gerne F6 machen irgendwie, aber es geht halt alles nicht. Wobei geht F6 nicht? Tak, takes, nimmt hier. Wenn er nimmt, nehme ich so, nimmt er so, nehme ich so. Vielleicht geht F6 sogar. Gegenangriff. Wird natürlich alles schwächen hier wie Sau, aber wenigstens muss ich. Ich muss ja irgendwas machen. Aber wahrscheinlich ist es nicht gut. Sieht immer so aus wie Sonja, dieses Twitch-Con-Hype. Aber Sonja ist nicht asiatisch, ne? JP Heller sagt Hallo, hallo. Ich habe gestern versucht, unseren polnischen Kollegen zu erklären, warum heute Feiertag ist. Die Polen sind ja an sich eine sehr religiöse Bande
Und ich sagte dann so, das ist Christi Himmelfahrt, also Christ Ascension. Und die so, ja gut, das kennen wir, aber das ist bei uns kein Feiertag. Ich so, ja, eigentlich wird es auch als Vatertag behandelt. Aber, und dann gehen die Leute, Väter gehen dann einen saufen, aber eigentlich machen es auch nicht die Väter, sondern gerade die Nicht-Väter. Also es war schwierig, einem Ausländer zu erklären, was wir da eigentlich treiben heute, ne? So, wie sage ich Spotify, mach nicht die Playlist weiter, sondern spiel einfach ähnliche Songs ab. Schwierig, ne? Das geht nicht, ne? Oder mache ich eine Playlist mit ein paar Songs und dieses und es geht dann weiter automatisch oder was? Radio starten, Radio starten. Radio starten. Wo ist denn dieser Knopf? Wo ist denn dieser ominöse Knopf? Radio starten. Ja. Zum Künstlerinnenradio. Ah ja. Jawohl. Ich meine, der ist nicht gut. You remind me. Der Bauer hängt noch, ne? Müssen wir auch nicht vergessen. Der kommt der. Muss ich den spielen? Takes. Ja, vielleicht geht das, ne? Ne, er wird einfach hier nehmen. Ist ja schlecht. Kriege ich das jetzt überhaupt noch hier, den Bauern? Der Bauer ist ja gedeckt gerade, ich kann aber wegziehen, ne? Ich dachte, der nimmt jetzt hier einfach, aber der ist. Ich habe ja gerade gedeckt. Ist also gut, alles gut. In Hessen gibt es das auch. Ist Vatertag nicht auch so ein Ostding? Als Männerherrentag gibt es das ja auch noch. Ja, das kann sein, Jexel. Jexel hat immer so einen grünen Rahmen hier im Chat. Da dachte ich erst, er ist irgendwie so ein Computer. Dann war das vielleicht nur der Name. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also ich habe gerade schon Kramer Pacer sein VIP weggenommen und Cosmic Banditos. Moin, no offense, aber warum bist du VIP? Da muss ich mal einen schwachen Moment gehabt haben. Also das Problem ist, die VIPs habe ich halt 2000 vergeben, 2020 vergeben, ne? Rocket Beans Fanboy kriegt jetzt VIP. Kriegt den von Kramer Pacer. So. VIP. Rocket Beans Fanboy. Ich müsste eigentlich mal komplett ein Reset machen, ne? So, er macht den, greift die Schwäche an. Das ist natürlich vernünftig. Das Ding ist auf sowas, es kommt halt immer mal dieser hier, ne? Das ist ein kleines Problem. Und der hier. Kann ich jetzt nicht den spielen und sagen. Schlag hier raus. Das Problem, ich mach den, er macht den, ich muss den machen, ne? Es geht alles noch. Und irgendwann springe ich mal hier raus. Also ich habe keinen Plan so richtig, ne? Keine Ahnung, lange her, aber vermutlich ein guter Kommentar von dir gefallen hat, aber nur von. Nee, Kostwig, so meine ich das nicht, aber ich kann mich halt literally an nichts mehr erinnern, warum ich überhaupt wem irgendwie VIP gegeben habe. Der falsche Robert hat öfter mal ein VIP-Reset gemacht, ja. Stimmt. Wer ist Yazili, Digga? Muss ich die Person mal auschecken?
Aber anhand der Lippen denke ich ja. Man ist auch immer nur 13, ne? Man entwickelt sich auch geistig nicht weiter irgendwie. Ja. Geil, Offspring, oder? Die Offspring. Herrlich. Nächster Robert Broadred gefunden, ja. Ich meine, okay, Schwarz könnte einfach mal Läufer D6 spielen, dann würde ich wahrscheinlich Springer F4 spielen. Aber das geht gar nicht, ne? Weil dann nimmt er einfach raus. Also auf Läufer D6 muss ich wahrscheinlich Turm F7 machen. Und dann irgendwann den hier rausholen. Die Dame macht hier auch noch nicht so besonders viel. Okay, den, takes und dann. Ja, den finde ich überhaupt nicht kritisch. Will er hier rausnehmen und dann hängt der oder was? Und was, wenn ich jetzt einfach den mache? Deckt den wieder indirekt, greift den auch an, der hängt. Es gibt hier keine komischen Shenanigans, weil der einfach hängt. Weiß ich nicht. Morabuch. Big X nur wegen. Bei Big X nur wegen weiß ich, warum er VIP ist. Weil er ein richtiger Supporter ist. Nee, Big X. Ich chille hier. So, das meine ich. Und jetzt ist es doch so, er will hier irgendwie rein. Aber in Wahrheit nehme ich doch einfach einmal hier. Oder hier nehme ich einfach. Warte mal, ich nehme hier. Nee, warte mal, wenn ich erst hier nehme. Ich nehme erst hier. Der Grund ist, wenn er jetzt mit der Dame nimmt. Na, er muss eigentlich mit der Dame nehmen. Dann habe ich den und den. Ich habe überlegt, wenn ich hier nehme. Ja, genau. Er will ja mit dem Turm nehmen. Das ist ja irgendwie sein Ziel, ne? Weiß ich nicht, wie rum das hier gut ist, oder nicht? Hey, Gazes. Ja, das ist Chessens-Turnier, ne? Und jetzt hängt er einfach ein Turm. Guckt euch das an. Flupp, weg ist er. Und das ist sogar fast, es ist matt, ne? Weil das ist gedeckt, er kann nichts machen. Er müsste das dagegen ziehen, matt. Naja, so einfach geht's, ne? Ist doch schlecht. Ja. Naja, er stand eigentlich besser, ne? Wie war das am Ende? Der war richtig. Einmal neben war richtig. Und jetzt nämlich hier rausgekommen, ne? Wir standen, also wir können das ja mal kurz durchanalysieren ein bisschen. Ich weiß, das kennt ihr von anderen Streamern nicht. Aber wir machen das mal. So. Das ist alles Theorie. Das ist schon awkward hier, finde ich. Und hier sagt der Computer, der Eröffnungsbuch sagt E6, was normal ist. Und jetzt Läufer G6. Das kann auch nicht falsch sein. Läufer E7, Läufer B4 Schach gibt es auch. Ja, ist auch nicht schlecht, sicherlich. Springer D7 ist schon komisch. Oder nicht mehr so üblich. Üblicher ist einfach Läufer E7. Aber dann frage ich mich, wie der rauskommt. So, ne? Gefällt mir nicht so. Ich finde das besser. Und hier dachte ich, er nimmt zuerst hier raus. Achso, der Turm hängt ja. Ja. Man hat natürlich nicht gesehen. Und hier sagt er CD. Ja, kann man sicherlich machen. Ist mir auch nicht so. Ich will lieber, dass er schlägt.
Hier gibt's einfach Rochade. Und dann ist man auch zur Rochade gezwungen irgendwie. Das fand ich eigentlich gar nicht so unangenehm, aber der Computer sagt, das ist super unangenehm. Weil es hier bald scheppert oder was? Ja, ist ein bisschen gefährlich. Und das geht? Was ist auf den? Sagt der Damentausch. Ja, aber diese Struktur hier, die ist ja nicht stabil, ne? Er hätte halt einfach immer mal rochieren müssen. Ja, ich stand hier schon schlechter, das war mir auch klar, also. Ja, und F6 war tatsächlich der einzige Zug hier, ne? Ihr seht es gar nicht richtig, weil ich keine Analyse-Szene habe. Also F6 war hier der einzige Zug, ne? Weil ich verliere den Bauern und ich muss ja irgendwie Gegenspiel finden. Wenn ich jetzt irgendwie versuche, den Turm hier hinzustellen, dann kracht es einfach hier und du stehst halt super schlecht. Deshalb hier F6, noch, um ihn nochmal anzugreifen. Er nimmt und dann ist auch korrekt so rauszunehmen. Wenn er jetzt hier nehmen würde, das geht zwar, aber das ist dann halt wieder genug Kompensation, ja, ne? Das heißt, er macht es nicht. Greift die Dame an, ich kann einfach wegziehen. Und ich habe die ganze Zeit Angst vor dem Zug gehabt, weil ich den machen muss und das ein bisschen unangenehm aussieht. Aber er hat es nie gespielt. Auch hier hätte ich auch den gedacht die ganze Zeit. Habe ich auch gesagt im Stream. Aber er hat den nicht gefunden, er hat den gemacht. Das wundert mich ein bisschen. Dann, da gut, die Abwicklung war. Hier, ab hier war es dann für mich gewonnen, ne? Das war ein Quatschzug, weil der erlaubt mich, den hier reinzubringen und jetzt wird hier alles aktiv. Ja, hier gewinnt alles. Ja gut, das ist natürlich Quatsch, ne? Der wäre ja noch realistisch gewesen, da hast du schon den hier. Und drohst schon, wenn er jetzt hier nichts macht. Ja, du kommst halt hier rein, ne? Gegenspiel, erst in 2 bis 3 Jahren. Wie kam's, hey Ingo. Und auch Chester, hallo. Chester ist auch ein richtiger. Wie gesagt, Chester hat irgendwann mal Mod verloren, ne? Chester braucht auf jeden Fall einfach schon allein deshalb VIP. Weil Chester schon wirklich seit Ewigkeiten in diesem Kanal ist, ne? Wie kam es eigentlich der LoL-Stream zustande? Ach, irgendwie macht mir LoL auch Spaß. TFT, ja, ich kann dir das nicht sagen. Ich war gerade in so einer LoL-Phase. TFT auch interessant, natürlich. Aber. Weiß ich nicht. Kann ich dir gar nicht richtig sagen, warum. Chester wurde gepurcht. Irgendwann wurden mal ein paar Mods gepurcht, ja. Stimmt. Ich meine, Follow-Age, ich meine, wenn er nicht aus Trollgründen mal irgendwann entfollowt hat, müsste Chester eigentlich. Perfekt, Digga. Perfekt. Dismantled. Chester haben wir jetzt entlarvt. Chester followt nicht mehr. Gut, unvip Chester, würde ich sagen. Aber er war auf jeden Fall einer der ersten Follower. Bald kommt Streaming-Tierlist Version 2, ne? Und natürlich das Mindset-Video. Ey, ich will das wirklich machen, das Mindset-Video. Chester Statement? Chester macht kein Statement, ne? Nasser Stuhlgang. Begrüßt mich mit meinem Vornamen. Also da ist doch. Es riecht doch nach zweiten Account Deluxe. Bin ich eben auch schwarz? Ich denke schon. Nasser Stuhlgang, so ein bisschen. Leon, du hast garantiert schon gefollowt als zum gleichen Zeitpunkt, als du diese interessanten Kugelbuchen Nachrichten gemacht hast, ne? First Message und der Account ist 4 Jahre alt, 100% clean.
Stop it. Leon ist mir sehr sympathisch. Neon übrigens war mir auch lange Zeit sympathisch, bis er in Nürnberg war und mich gefragt hat, ob ich Zeit habe, mich zu treffen und dann nur um dann mich zu ghosten und zu sagen, er ist schon wieder außerhalb von Nürnberg, lol. Das wird ewig nachhängen, ne, ihm. Also das ist für mich so ein richtiges Kameradenschwein. Vor allem diese Dreist, also wenn man einfach in Nürnberg ist und mich nicht sehen will, ist das ja kein Problem. Ich will mich auch nicht sehen, aber dann noch vorher so anzukündigen, ich bin da, der hängt einfach, perfekt, ich hatte irgendwie gerade eine Illusion, das ist schon dreist. Ich wollte das Feld wegnehmen, aber der Turm steht nicht mehr da. Ja, das ist ein Trick. Ist ein Trick. Jetzt sind die Bauern natürlich hier monströs, ne? Ist das dieses Volga-Kaffe? Ja. Weiß ich nicht. Ich glaube, hier muss man auch aufpassen, dass es nicht Taktiken gibt. Takes, takes und dann irgendwie hängt der durch, ne? Ich fixiere den Leuch hier. Er kann ihn ja nicht angreifen so richtig, ne? Das war jetzt auch so die Idee, Ingo. Einfach mal gucken und ihm zeigen, Junge, du spielst eigentlich auf dem Falschen. Du musst auf die Linie gehen. Aber gut, er deckt jetzt halt wunderbar B8, ne? Jetzt muss man mal wild werden, irgendwann G5 spielen. Ne, muss man eigentlich nicht, ne? Der hat ja auch 2-2, sehe ich gerade. Von Zahlen lassen wir uns natürlich nicht beeindrucken, ne? Ist klar. Ich meine, der... Der ist es halt nicht, ne? Wobei, man hat vielleicht den vielleicht jetzt doch. TBG Talks auch geil. Den habe ich gar nicht gesehen als möglichen Zug. Weil er scheiße ist. Nee, aber es geht schon. Let's go. Don't wait. This light works forever. Forever. This night lasts forever, forever and ever. Let's make this last forever. Das schwächt natürlich den König. Das wird ihn noch. Das ist nicht gut. Das ist hier ein halb. Das ist so ein half-assed Angriff, wie man das in der Fachsprache nennt. Und das ist nicht gut. Vielleicht wäre auch der. Junge, wieso spiele ich eigentlich Turm B8? Wieso spiele ich nicht Turm C8? Das droht doch auch gleich was. Ja, danke schön. Junge, er ist so geil. Er sieht nicht mal, dass das eine fettere Drohung ist und zwingt mich mit diesem Zug wieder auf C8 zu gehen. Das war ein Mindgame. Das war ein Mindgame. Ich bin auf B8, Turm B8 gegangen, um ihn quasi zu locken, hier hinzugehen, sodass er jetzt denkt, okay, schade, hat nicht funktioniert. Die Idee war, er denkt, dass ich hier hingehe, einfach um aus seiner Drohung rauszugehen, sieht gar nicht, dass ich dabei eine Gegendrohung aufstelle. Naja gut, so viel dazu. Jetzt müssen wir nur noch den nochmal angreifen, diesen Punkt. Und dann haben wir schon gewonnen. So, die Frage ist, wie manövrieren wir... Jetzt haben wir die Stappenhefte im Kopf, wo wir dann die Springerrouten machen mussten. Es wird aber eine längere Route hier werden. Ich muss hier hin. Digga. Ich finde die Route nicht, ne? Routenplaner? So? Nee, das geht ja nicht wegen hier. Ich muss auf dem Feld rum. So?
ist das? Und ich gehe ja trotzdem hier hin. Egal, Umgruppierung kommt. Wenn er hier rausnimmt, argumentiere ich damit, dass sein Läufer besser war als mein Springer. Auf E8, sicherlich wird das auch so sein. Und dann gehe ich jetzt einfach hier rein. Und dann ist die Idee, hier nochmal anzugreifen, auf die Schwächen. Er hat Schwächen und wir greifen die Schwächen an. Ja, und er nimmt raus. Ja, und dann mit argumentiere ich, dass du eine Wurst bist, Junge. Jetzt müssen wir noch gucken, dass unser Königsflügel nicht auseinanderfällt. Und dann haben wir schon gewonnen. Takes, geht alles noch nicht. Der König ist offener als Polen, Junge. Das muss man irgendwie... Das Problem ist, er wird jetzt selbst in den Türmen zur Seite gehen. Was will er denn machen? Er will den spielen, ne? Wir gehen mal hier hin. Das war eigentlich ein dummer Zug. Ich wollte eigentlich so machen. Vielleicht hier hin. Der. Kann man hier irgendwelche Tricks machen? Nee, ne? Das ist kein guter Trick. Jetzt muss man mal irgendwie cool. Jetzt muss man halt cool bleiben, ne? Jetzt ist der Punkt, wo man. Jetzt ist der Moment gekommen, wo man einfach cool bleiben muss. Vielleicht hätte ich. Ich glaube, mein Plan war falsch. Ich hätte einfach Gegenspiel machen müssen, ne? Dann kommt der und dann der. Und dann einfach Gegenspiel machen. Gegenspiel wäre besser gewesen. Wir haben hier uns schon wieder. Jetzt verteidigen wir, das ist nicht gut, ne? Wir hätten Gegenspiel suchen müssen. Was mit dem? Nimm raus. Zu viele Linien will man eigentlich jetzt auch nicht öffnen. Ah, wir hätten ein Gegenspiel machen müssen. Das ist der falsche Plan hier. Weil das hier mache ich jetzt, aber das ist nicht gut. Ja, ich glaube, die Tricks. Hallo, Maxim Free. Ich glaube, Gegenspiel wäre der bessere Plan gewesen. Hier den A-Bauern zu kneten und dann zu sagen, ich glaube, meine Idee hier vom Verteidigen ist jetzt schlecht, weil auch irgendwann er das als Druckmittel benutzen kann, wenn ich hier komplett tied up bin, wie man so schön sagt. Also das ist jetzt eigentlich ein logischer Zug. Und man muss den nehmen im Prinzip. Und dann kommen hier solche Geschichten. Die Türme schwenken halt ruckzuck rüber und schon habe ich ein Problem. Der kann ich mir eigentlich nicht leisten, weil wenn auf Schlag... Ja, das muss man nehmen. Ja gut, wird das wiederum... Finde ich jetzt weniger impressive. Aber jetzt mache ich doch genau das. Die Dame hätte ich an seiner Stelle behalten. Er ist sich so sicher, dass ein Doppelturm ins Spiel mit einem Bauern mehr gewonnen ist? So sicher bin ich mir da nicht, Digga. Achso, wenn ich den mache, macht er den, ne? Dann hat er den. Verstehe. Wir gehen mal hier hin, damit wir keine Schächer kriegen. Dann gehen wir rüber und holen uns den Leuche. Ist auch aufpassen, dass ich eine Taktik... Ich bin so dumm. Okay, er hatte Schach. Aber jetzt droht das, ne? Es droht. Gut, er kommt runter. Ich kriege den auch noch. Das droht auf jeden Fall jetzt. Ich dachte gerade, es drohte jetzt schon. Aber es droht jetzt nicht, weil hier kommt erstmal der. Ja, vielleicht wäre es auch schon gegangen, ne?
Ja, er sieht, es ist rot, ne? Er sieht es. Wenn ich jetzt den mache, macht er den, oder? Aber dann nehme ich raus. Takes, takes, takes. Takes. Er geht runter. Jetzt hier hingehe, droht nichts, aber auch, ne? Ja, er muss aufpassen, dass ich nicht irgendwie hier reingehe und dann Treppenmatt mache, ne? Hierhin, er macht den, ich mach den, er macht den, ich mach den, er geht weiter, das können wir nicht bringen. Hierhin, er macht den, man muss im Prinzip schlagen, er schlägt wieder. Dann schlägt man hier. Er geht hier runter. Takes. Takes. Schach. Hier. Schach. Das Problem ist, der hängt immer, ne? Und auf den macht er einfach den. Oder kann man den machen? Take, 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 take. Nee. Es droht nichts. Der, der. Ihr könnt es ja rechnen. Der, der. Takes, takes, takes. Hier runter. Schlagen, schlagen. Schach, er geht hier. Schach. Er geht hier. Wir können einfach runtergehen, wenn er dann Schach gibt. Gehen wir wieder hoch. Irgendwann wird er den spielen, ne? Ich kann es nicht rechnen. Kann man auch hier nehmen. Das gleiche Spiel eigentlich. Okay, er macht's so. Er will es gar nicht machen. Ich glaube, ich mache es, ne? Ich spiele den. Aber es schwächt halt alles, ne? Turm-Endspiele. Wir gehen wieder hier hin. Wir drohen wieder den. Vielleicht mache ich einfach Remis. Er hat einen Bauern immerhin mehr und hat 2-2. Ich glaube nicht, dass ich das gewinnen kann. Wenn ich hier anfange rumzudoktern, hat er hier noch mehr Linien offen, obwohl ich halt auch, ne? Wenn ich den mache, habe ich halt auch hier immer so einen Schach, ne? Aber ist das Schach jetzt so signifikant? Wenn er jetzt wieder hier hingeht, dann ziehe ich hier hin und biete direkt Remis. Der Sommer ist da. Ja, bei uns war auch schon vor 3 Wochen. Ah, guck mal, er macht den. Er will es nicht. Er deckt den Bauern. Hä? Von den Zahlen machen wir uns frei, aber die Stellung ist halt trotzdem irgendwie schwierig zu spielen. Jetzt der... Und dann der vielleicht. Ja, er wird jetzt anfangen. Jetzt fängt er an, aktiv zu werden. Das gefällt mir gar nicht. Er hat den noch. Ich glaube, ich muss jetzt den spielen. Ich muss aktiv werden auch. Es ist halt ein bisschen belasten, aber ich muss irgendwie etwas Aktives machen. Schach. Das Problem ist, wenn ich den decke, fängt der an zu laufen. Ja, der droht halt fett, deshalb muss ich den machen. Er wird den Bauer noch decken wollen. Vorher. Und dann ist das Problem, dass hier Action passiert und ich kann nichts richtig machen. Ne? Er muss ja jetzt hier den machen. Er kann ja nicht. Ja, genau. Er kann ja nicht zulassen, dass ich da reinlaufe. Pff, ja. Er macht gleich den. Der ist schlecht, weil er mit Schach kommt und der Bauer ist halt Freibauer. Ich müsste halt irgendwie von hinten rein.
versteht, was ich meine. Aber er kann auch den und den machen. Auch sehr unangenehm, ne? Da muss ich eigentlich schon eins runterlaufen und dann kommt er mit dem König rein. Das ist verloren. Ja, genau, die Idee hatte ich auch. Ja, das ist alles unangenehm. Jetzt kommt der König rein. Keine Zeit mehr. Ja, das ist. Sieht nicht so gut aus. Ich meine, wenn ich jetzt die Türme getauscht bekomme, muss man das doch hier irgendwie mit der Opposition hinbekommen. Aber. Ja, gut, der kann auch noch den machen. So, takes, takes. Aber wie wäre das gewesen? Takes. Takes, ich gehe hier hin. Er geht hier hin. Er hat die Opposition nicht verlieren, ne? Geht nicht. Ja, Doretzky in 10 Sekunden ist nicht, ne? Kann ich hier nehmen? Nee, ne? Doch, dem geht auch. Stimmt, weil er in die Opposition geht, dann hätte ich es geschafft, ne? Ich hätte einfach nehmen können. Ja, aber ich hatte keine Zeit mehr. Schade. Ja, Zeit. Aber ich hab natürlich, das war mein Kandidatenzug, ne? Maxim Free followed. This minute. Dankeschön. JP Hell hat auch gefolgt. Ja, ja. Partie war durchwachsen. Ihr seht es an diesem Balken hier. Ich stand eigentlich ziemlich normal die ganze Zeit und dann mal sehr schlechter und dann hat es an mir eingestellt. Dafür, dass er 2-2, ist doch nicht 2-2. Naja gut, er hat 3 Spiele oder sowas, ne? Ein Game. Naja, man weiß nicht, was er ist. Ja, das war natürlich Quatsch hier, ne? Aber diese Fixierung hier war sehr wichtig. Das ist ein strategisches Motiv gewesen hier, ne? Lauf nicht vor, Junge. Und er kann halt nicht, er hat den falschen Läufer, um den hier einfach anzugreifen dann. Das war wichtig und richtig. Ja, ich habe auch überlegt, die Mitte zu hüpfen, aber mir war mir nicht klar, wo der dann von dort aus hin soll. Ja, das war auch so. Er will den machen. Wow. Ja, guck mal, Springer E8. Schade. Die Engine hat es gerade noch angezeigt. Springer E8 war kurzzeitig mal ein Engine-Zug. Ja, das war's nicht, ne? Den darfst du nicht nehmen. Ja, hier, was ist hier die beste Möglichkeit? Er sagt Dame hier hin, aber das verstehe ich nicht. Ach so, damit sie hier zurück kann, okay. Mhm. Genau, und da dachte ich, das ist auch gar nicht mehr gewonnen für ihn. Da haben wir hier ein bisschen hin und her geschaffelt. Und irgendwo habe ich es hier eingestellt. Das okay, der Zug war es noch nicht. Der war okay. F6 ist okay. Der stellt es schon so leicht ein. Aber der kommt doch einfach der.
Verstehe ich nicht. Okay, das ist so für mich. Schach ist auch noch korrekt. Aber nehmen ist falsch. Weil ich jetzt diese Geschichte hier habe, ne? Ja, immer diesen Druck hat. Ich muss hier stehen bleiben. Sein Plan ist jetzt. Ich dachte, wenn ich hier hingehe, kommt einfach der. Ah, es tut ja auch nicht weh, ne? Hätte man einfach zulassen können. Aber hier hat er dann irgendwie den Überblick verloren. Aber wie genau ist das passiert? Hier, das macht Remy. Hätte bei Remy gehalten. Ja, ach so, weil er mit dem König vor dem Bauern muss, falls wir die Türme tauschen, ne? Da muss er ja durchlaufen. Das war, glaube ich, das Problem, dass ich hier mit dem König zu aktiv vor dem Bauern stehe und er danach nicht mehr rankommt, ne? Verteidiger möchte Bauern tauschen, Angreiferfiguren. Weiß ich nicht, wovon du redest. Ich bin doch hier der Verteidiger gewesen. Ich wollte doch den Turm tauschen, damit ich dann mich vor dem, mit oppositionsmäßig vor den Dings setzen kann. Das ist doch schon wieder widerlegt. Ja, das Battle gestern ging gut aus für uns, aber wir haben wirklich schwache Aufstellung gehabt, ne? Also danke nochmal an Ingo und an Mizzard. Nee, Mizzard war gar nicht. Mizzard war gar nicht bei mir drin. Nicht Dank an Mizzard. Scheiß auf Mizzard. Danke an Ingo. Und an Jaman. Und auch an Ilya, aber den konnten wir leider nicht aufstellen, ne? Und dieses hochkomplexe System der Anmeldungen. Da hatten, glaube ich, Leute Angst, ne? Aber hier steht ja: Grant access to only public data. Und dann stehst du hier drin. Die Idee war halt einfach nur, Freunde, dass ihr nicht Leute fremd anmelden könnt, sondern nur euch selbst anmelden könnt. Ne? Liquidieren. Ich liquidiere noch meine Aktien, Junge. Naja, es ist eigentlich super secure, weil du kriegst so einen Auth-Token und da wird halt, steht halt genau drin, welche Berechtigung du mir gibst. Und die Berechtigung ist Read Public Profile, ne? Das kann ich halt auch einfach machen, indem ich auf die Seite gehe und das lese. Ich leg gar nichts an. Ich hab einen Bot laufen, der ein bisschen den Bitcoin beobachtet und automatisch kauft und verkauft, aber der hat keine krassen Heuristiken drin. Und dann habe ich einfach nur einen ETF-Sparfonds, wo ich 600 oder sowas reinknalle pro Monat. Und das war's. Und der performt 34% bei mir. Was willst du? Ich gucke auf meine Bank-App, da steht plus 34%. Da denke ich mir, jo, läuft. Was soll ich da noch machen? Ich packe einfach weiter Geld rein. Genau, ETF, MSCI World, fertig, bumm, 34% plus. Juckt mich nicht, komm, fertig. Ich mach da ja kein großes Zeug hier, irgendwelchen Quatsch oder was. So, jetzt wo er den hier nicht mehr fesseln kann, potenziell kann ich doch einfach mal E4 spielen. Und dann, werde ich wie mein Nachbar hier mit 63 Toten in der Badewanne liegen und meine Frau kann sich ein schönes Leben machen noch, ne? Ich weiß nicht, was das für eine Eröffnung ist. Das ist doch schon wieder Freestyle hier von ihm. Das ist so ein Rentnerschach schon wieder. D6. D6. G6. Läufer G7. Junge. C6. Junge, was ist das denn? Ist ihm klar, dass die Bauern auch zwei nach vorn laufen können? Ah, er macht mal irgendwas. Befragen wir gleich mal. Das ist nicht Königsindisch, das ist Scheiße, Mann. Jetzt wird's doch hier kracht's doch auch schon wieder fast. Es ist auf jeden Fall eine Eröffnung, die viel zu passiv ist. Für mich, für meinen Geschmack. Ich mag das nicht. Dieses Rumgeziehe da mit diesen Bauern eins vor und so weiter.
Hier, das ist männlich. D4, E4, C4. Das ist männlich, Junge. Männliche Züge. Gut, wir schließen das Zentrum. Alles abgeschlossen hier. Guck mal, die weißen Felder an. Wo ist ein weißfeldriger Läufer? Wo ist ein weißfeldriger Läufer? Gut, was macht meiner gerade? Der wird umgruppiert, um dann hier zu strahlen. Aber wo ist einer? Er denkt sich auch, ich stelle mich jetzt hin und er wird es schon einstellen. Ja, das denkt er sich. Und es wird auch klappen wahrscheinlich, ne? Aber es ist trotzdem dreist. Genug Pipi-Mannschach. Richtig. Passend zum Männertag. So, und jetzt reicht's. Jetzt ruch hier mal lang. Jetzt reicht's. Wenn er denkt, er kommt mit Pipi-Mannschach weiter, werden wir ihm mal zeigen, was Sache ist. Das ist eine Ansage hier. Das ist wie damals Tanzverbot-Videos Ansage an. Ansage an Carmona 1956. Junge, 56, du bist doch schon fast im Grabe. Jetzt lass mal hier angreifen, Bruder. Dann wirst du sehen, dann kannst du dich gleich verabschieden. Ruf deinen Bestatter an, es ist soweit. Tuxmann beerdigt dich heute. So. Oh, ich bin passiv, Digga. Wir gehen zurück, weil wir später dann hier reinjallern. Wir greifen jetzt irgendwie an. Irgendwie wird das schon gut werden. Hauptsache, dicke Eier zeigen. Hauptsache, wenn wir untergehen, gehen wir halt unter, ne? Aber was machen die Springer hier eigentlich? Ruhe. Der ist schon wieder schlecht. Er hat keine Ideen. Weil er 56 ist, denkt sich, ich wollte doch Remis anbieten gerade. Was macht der lange Rochade jetzt? Wieso greift er mich an? Passiv nur bei Geldanlage, gut. Leon, aha. Hat eigentlich einer rausgefunden, warum Robert sich rebrandet hat? Hofft er jetzt dadurch Partner zu werden bei YouTube, bei Twitch? Dame A5. Damit der geht. Der geht immer noch nicht, wollte ich nochmal sagen. Aber er will wahrscheinlich den machen und dann geht vielleicht was. Komm, ich sag G5 ist der Zug. Das juckt mich nicht. Ja, der kommt halt jetzt. Müssen wir halt ein bisschen Eier zeigen hier. Haben wir noch den? Auf Takes? Wird halt hier langsam eng mit dem Bauern, wenn wir hier alles reinjollern, ne? Er bereitet halt alles. Er ist halt ein kleiner Vorbereiter, ne? Aber ich bin halt auch zu langsam, ne? Ich bin zu langsam, Bruder. Das würde natürlich ihm gefallen, ne? Taktiken, Leute. Taktiken. Wir gehen auf taktischem Level. Wir gehen ins taktische Level rein hier. Er sagt sich, Schach ist Schach, ja. Es wird alles ziemlich knifflig hier, ne? Kniffliger als Kniffel. Und dann gibt es auch noch solche Sachen danach. Ich will eigentlich jetzt den
Ne, der geht nicht, ne? Aber irgendwie den Springer wegziehen. Einfach sagen, bip, bip, ich gehe hier rein. Aber es gibt auch immer Takes, Takes, der. Ist schwierig. Gut, auf Takes mal erstmal den. Takes, na. Takes, Takes. Weiß ich nicht. Viel zu kompliziert. Würde Rentaro sicherlich bestätigen. Passiv. Ich weiß auch nicht, warum. Also ich meine, klar, ich habe Rentaro öfter als Troll bezeichnet, aber er hatet mich ja direkt, ne? Er ist ja richtiger Hater. Ich habe wenig richtige Hater, ne? Naja, das stimmt eigentlich auch nicht, ne? Aber doch schon eher weniger. Die Frage ist halt, ob Takes nicht einfach geht. Er geht sicherheitshalber mal aus der Schusslinie und droht natürlich gleich noch Sachen. Der ist jetzt eher nicht so anzuraten. Ja, die Drohung ist natürlich nicht gesehen und die ist auch irgendwie eigentlich nicht zu parieren so richtig, ne? Muss man schon irgendwie sowas machen? Achso, er hat ja noch gar nicht. Moment mal, es droht er noch gar nichts. Hallo? Kann man den spielen? Takes, Takes. Droht jetzt irgendwas? Nein, der Bauer hängt. Und er will dann den spielen. Ich sag, das geht alles nicht. Warte mal, der. Ich sag, das geht alles nicht. Der beste Nickname? Achso, warte mal, TTS geht nicht, weil ich das Programm wieder mal nicht gestartet habe. Warte, ich sag dir gleich Bescheid, dann kannst du es machen. Bridge will nicht. Bridge, jetzt kannst du nochmal TTS machen. Er nimmt hier zwischen. Nee, aber mal was anderes. Der beste Nickname ist und bleibt der von Leon. Leon_aha. Das ist so natürlich cool und auch maskulin süß. Ohne es zu versuchen. Einfach Leon_aha. Banger Name. Respekt. Lieber Leo. Roar. Ich würde gern den spielen. Einfach, ich weiß, dass das kommt. Dann kann ich aber vielleicht den spielen. Der kommt, ich will den spielen. Er macht den, ne? Wir stehen hier ein bisschen awkward mit den Figuren. Es ist nicht ganz angenehm, aber auch nicht super schlecht. Gruppium. Ja, aber jetzt habe ich Kompensation. Habe ich Kompensation? Das ist genau das, was die Alten wollen, ne? Eine komplizierte Kackstellung. First Message. WTF Tuxmanier ist eine echte Person? Dachte Tuxmanier ist ein Kugelbuch alter Ego. Nee, das kam letztens, ne? Irgendwann. Ich bin zwar vielleicht schachlich nicht wie Kugelbuch, weil ich nicht besser bin. Nee, aber ich bin noch lange nicht so lost wie Kugelbuch. Junge, Kugel denkt Sachen on Stream. Da denkt man sich, da kracht's. Hallo, willst du mal herkommen? Oder wen suchst du? Komm mal her. Willst du später mal streamen, Theo? Nee? Kein Bock. Du musst hier. Komm mal her zu mir. Du musst dich da sehen. Wink mal in die Kamera. Sag mal tschüss, ihr Knilche. Hier rein. Tschüss, ihr Knilche. Sehr gut. Gesprochen wie der Vater, ne?
Gesprochen wie der Vater. Danke für den neuen Borsch-Soundkommand. Es ist der von Da ist die Dame weg, aber das war vor 4 Jahren. Der ist mittlerweile ein bisschen älter geworden, ne? Meine Idee ist schon irgendwie. Ich habe keine Ideen mehr, ne? Der geht nicht. Einfach warten, was der Gegner macht. Aha. Der wäre halt nice, aber er droht nichts. Was ist Schwabach bitte für eine abgefuckte Mannschaft? Mein Gegner kommt 40 Minuten zu spät, weil er sich verfahren hat, klimpert die ganze Partie über mit seinem Schmuck und hat parallel dazu alle 2 Minuten einen Hustenanfall, weil die Kombination aus Asthma und Kettenrauchen VLLT nicht die beste ist. Dazu der Mannschaftsführer, der die ganze Partie über quasselt, und von dem Typen, der sich 2 Liter Faxe reingeknallt hat, will ich gar nicht erst anfangen. Asozial. Ich überlege gerade, ob das ein Zug ist hier. Oder will ich erst den provozieren? Weil ich hätte gern irgendwie sowas. Wie spielt man das jetzt? Man darf halt den hier irgendwie, aber ich will auch nicht den Turm abstellen, um diesen Kackspringer hier zu begrenzen. Hier, der Läufer hier wäre halt gut, ne? Der würde nicht nur strahlen, der würde auch den komplett dominieren. Aber wie kriege ich den da hin? So. Ich versuche mal sowas. Und dann sowas. All the small things. Jetzt ist er gefesselt. Der geht nicht. Logischerweise. Jetzt kann ich den machen. Oh shit. Der geht ja auch noch. Ja gut, so viel zu meinen Umgruppierungsplänen, ne? Quali geben wir ab. Schach hat er auch noch. Jetzt kracht's doch hier. Ich wusste echt nicht, was ich hier so, wie ich das angehen soll, ehrlich gesagt. Ich suche noch dieses Copypasta mit Fettarm TVG in seinen weißen katalanischen Läufer. Oh, weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht. Na gut, aber Ferdi, ne? Der Ferdi ist online, kommentiert Roberts Turnier. Das erste, was ich von Ferdi sehe, im Clip, ist Ferdi, wie er mit seinem Mund an Roberts Schwanz dran will, ne? Mit dem Videoding. Also, ich denke, das ist schon angemessene Copypastas waren das schon. Ja. Ihr seid ja nicht alle saufen mit Bollerwagen. Ey, die Jugend heute macht auch nichts mehr, ne? Ich war auch nie mit Bollerwagen saufen. Junge, er muss aufpassen, ne? Er muss aufpassen. Er muss aufpassen, Bruder! Ja! Es geht noch nicht, aber er muss aufpassen. Läuferpaar. Sehr gut. Ruhig. Beruhigt euch. Takes. Tod. Schach. Aber er kann sowas spielen, ne? Wir haben kein Doppelschach, das ist das Problem.
keine Zeit. Bin bei 1100 Elo, hab jetzt Feuervogel, Bird und für Schwarz Dark Knight System für mich entdeckt. Moritex erklärt es recht gut. Was meint ihr? Ich meine, dass ich krasse Zeitnot habe. Und ich glaube nicht, dass Läuferpaar kompensiert eine Qualle kompensieren kann. Oh, ich kann ihn ja nicht mal nehmen. Oh. And we wonder if it's all for you. My pop to be part of the wave can stop. Ever mind me when it's time to. Moritex Band. Ich habe keine Zeit, er hat keine Zeit. Jetzt heißt es, windige Spieße drohen oder sowas. Die Bauern sind safe, aber die Läufer sind so ein bisschen Babysitter gerade. Das Remis. Scheiße. Jetzt ist es nicht mehr Remis. Ja, zieh ab, du Hund. Ja, gut. Es wird nix. Super Idee, Ingo. Katrin Müller-Hohenstein, das hat ja ein bisschen Vorstellung. Katrin Müller-Hohenstein, Junge. Die damals, als sie mit Oliver Kahn irgendeine EM oder WM oder irgendwas kommentiert hat, das war, glaube ich, direkt nach dem Netzer-Delling-Abgang. War nicht gut, einfach. Wieso spiele ich halt gegen zwei Einser die ganze Zeit und so ein Quatsch? Das ist doch... Tut doch jetzt nicht Not, Digga. Nee, werden nicht analysiert. Hier wird gar nicht... Ja, ich habe vergessen zu analysieren. Huch! Ich kann schon sagen, die Partie wird auf keinen Fall analysiert. Es ist eine reine Tilt-Partie. Aber die davor müsste man vielleicht sich nochmal kurz zu Gemüte führen. Ne? Und dann ist auch schon wieder fast Schluss. Es ist nur ein kurzer Stream heute. Ne? Ja, Digga, er sieht halt auch alles. Ich meine, gut, es ist jetzt nicht unnatürlich, den decken zu wollen. Jetzt wird er den gleich machen, damit ich danach dem Tausch hier nicht den habe. Macht er nicht. Aber das geht halt trotzdem. Es geht nicht. Ah, oh, ich hab's gerade gesehen. Das war zu Five-Head für mich. Wir blocken hier. Wir blocken diese Doppelbauern. Auf dass sie sich nicht bewegen mögen. Sieht er nicht, ne? Ich sehe es auch nicht. Ich dachte, ich habe jetzt den. Ja. Dann fragt noch mal einer, warum ich nicht gewertet spiele. Dann ist das die Antwort für euch gewesen gerade. Das war gerade die Antwort. So, was ist hier passiert? Diese passive Scheiße, ne? Das Freche ist eigentlich, dass er hier, dass ich hier nicht besser stehe als 0,3. Ist ein Verlust so, aber er sieht's nicht.
Rangorade war gewagt. Hey, ausgerechnet an der Stelle sagt der Hafi, ist okay. Naja. Das geht nicht. Ja, wegen diesem ganzen Abtausch hier, ne? Obwohl, ne, jetzt geht's wieder. Und hier soll man so schlagen und dann hier sich in die Schächer reinstellen. Boah, das finde ich aber auch, da finde ich Silvester, ne? Ja. Okay, ich habe halt nicht gesehen, dass der Bauer hängt, mal ehrlich, ne? Und das Damentausch anbieten ist gut für ihn. Ich muss versuchen, die Dame zu fangen hier. Okay, aber hier dachte ich eigentlich, ist es Ausgleich. Aber tatsächlich, ja, ich dachte, der kommt einfach der. Ist aber nicht mehr so Ausgleich, wie ich dachte. Ja gut, das hat halt jetzt hier konkret eingestellt, dieser Zug. Weil ich den nicht gesehen habe. Ja, jetzt hängt der Bauer. Das war auch schlecht, den zu spielen, weil der hängt. Ja, das war einfach. Ja, was willst du analysieren? Der Rentner hat wieder gewonnen, weil er sich hingestellt hat wie so eine passive Wurst und dann halt alles abgegrast hat, ne? Wir machen jetzt mal E4. Kann man Weiß erzwingen? Kann man nicht. Moritex ist, glaube ich, nie unbanned gewesen hier, ne? Das Ding ist, ich bin bei Moritex zuerst gebannt gewesen. Okay, Leute, ich bin bei Moritex gebannt. Und deshalb habe ich ihn zurückgebannt. Er hat angefangen. Das ist das Ding. Fax ist ein Bier, ja. Wurde hier gefragt vorhin. Und zwar so ein richtig billiges Bier. Glaube ich. Das ist immer so ein Büchsen. Das ist eine Büchse. Das ist eine Literbüchse, glaube ich. Warum bist du gebannt bei dem Moritex? Nein, er hat abgebrochen. Ich wollte doch Weiß haben. Jetzt krieg ich Schwarz, Digga. Oh. Ich kann mir das vorstellen, aber ich weiß es natürlich nicht genau, ne? Aber es gab mal so einen Stream, da habe ich über ihn abgerantet. Ich nehme mal an, das war der Anlass, ne? Ich meine, abgesehen, jetzt mal völlig unabhängig davon, ob Moritex gecheatet hat oder nicht, wegen dem Cheaten würde ich jetzt Leute nicht bannen, das juckt mich nicht. So doll wie Ferdi, der damals richtig auf einem regelrechten Kreuzzug war und unbedingt alle Cheater, also das juckt mich alles nicht so megamäßig, aber was mich eher gejuckt hat bei ihm ist seine unglaublich überhebliche, arrogante Art. Also überall seinen Doktor und seinen AGM zu erwähnen, weil er sonst einfach, das machen halt nur Leute, die eine schwache Persönlichkeit haben. Die müssen das rauskehren, dass sie irgendwelche Titel haben. Ich kenne viele Leute, die haben auch Doktor oder irgendwas und von dem wusste ich das nicht, bis ich es zufällig entdeckt habe. Das ist einfach schwach, sowas rauszukehren und dann so wie auf Oberlehrer zu machen, in seiner gesamten Art. Und er hat ja auch teilweise mal irgendwann so Statements gebracht in irgendeinem Clip, den ich gesehen habe, über irgendwelche Sachen, von denen er keine Ahnung hat. Und hat aber ganz überzeugt davon geredet. Das ist ein bisschen das, was mich mehr nervt. Ich will eigentlich Weiß haben, ne? Habe ich schon eben gesagt. Er war heimlich treuer Zuschauer. Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass Mods da irgendwas gemacht haben. Ich finde, diese Stellung ist ja hier normal, ne? Ich werde jetzt hier irgendwas reinlaufen, klar. Ja, Dame weg. Aber das gibt es ja auch, wenn man jetzt hier zurückgeht und die deckt. Man steht hier mega unangenehm. Und ich müsste eigentlich mal analysieren, wie man da hier rauskommt, ohne da so scheiße zu stehen. Das gibt es ja öfter mal hier. Takes, diese Line. Ja, genau, hier
Ist okay. Aber es gibt auch öfter jetzt hier. Was einfach schlecht ist, okay? Das verliert bei Force, ne? Weil du dann hier den Dings hast. Das heißt hier, warte mal, wie macht man das dann? Statt schlagen macht man den, oder was? Man darf nicht. Den Läufer hier hinkommen lassen, oder was? Ja, keine Ahnung, ich bin da schon. Ich fall da jedes Mal drauf rein und jedes Mal denke ich mir so, Bruder, das ist so low, dass du das machst. Ich will mich damit gar nicht befassen. Aber ich erkenne es natürlich schon immer. Naja, Chess-Golfer, er ist auf Lichess gebannt, ne? Ja, behauptet natürlich, dass Lichess ihn fälschlich gebannt hat, aber das gibt es nicht. Das gibt es eigentlich nicht. Dieses AI-basierte System fleckt halt Leute bei. Ich habe ja, du kannst ja, was du machen kannst, ist, du kannst Lichess runterladen, den Quellcode, und kannst es selber hosten in einem Docker-Container oder sonst wo. Und dann wirst du feststellen, dass dieses System nur Accounts markiert mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wie so ein Ampelsystem. Und dann gucken sich Mods die Partien an und die Statistiken dazu und entscheiden dann. Du wirst fast nicht einfach so automatisch weggefleckt, es sei denn, das System sagt, okay, 100% sicher. Und das sagt es eigentlich fast nie. Das heißt, so, das will er natürlich nicht wahrhaben und erzählt natürlich anderen Dönekes in seinen Streams, dass das nicht so wäre, aber er muss halt, kann halt einfach den Quellcode runterladen und es mal sehen. Dann, aber das macht er natürlich nicht. Wenn er jetzt hier 5 spielt, dann. Ich sag mal, das ist Mode, ne? Überall spielen sie gleich C5. Was ist aus der guten alten H5-Variante geworden? H4, H5-Geschichte. Aus der guten alten Vorstoßsache. Ich bin nicht so. Ich weiß, was Kubernetes ist, aber ich bin nicht drin. Ich habe selbst, wir benutzen es selbst noch nicht, aber wir werden es dieses Jahr noch aufsetzen und dann muss ich meine ganzen Python-Apps dockerisen und dann mit Kubernetes deployen. Oder in Kubernetes deployen. Ich weiß, was es theoretisch ist, aber ich habe jetzt keine praktische Erfahrung. Auf Chess.com wurde, war er auch mal gebannt, das stimmt, ja. Es gibt einen alten Account von ihm, der gebannt ist auf Chess.com. Ich hab irgendwie. Das sind halt Probleme hier, ne? Die wir jetzt mit Dame B6 irgendwie kriegen. Aber ich habe jetzt ein paar Mal geblitzt auch so und Bullet gespielt mit E4. Und wenn die Karo kann spielen, spielen die sau oft dieses sofort C5-Zeug. Das war doch früher nicht so krass verbreitet. Ja, ich zwinge ihn auch noch zu dem Zug hier, ne? Aber jetzt geht der vielleicht. Ne, der geht halt nicht, weil der hängt. Lol. Ich hätte den spielen sollen oder sowas. Aber dann, das Ding ist, er ist halt noch nicht rochiert. Also, ob er sich das alles leisten kann, ist die Frage. Kann er sich das alles leisten? Für den hat man vielleicht erstmal den. Den und dann ist man aktiv hier. Ja, er macht den. Ja, der ist natürlich viel. Was ist denn das für ein. Das ist ein richtiger devoter, passiver Zug. Der ist richtig devot, Junge. Spielen den, gehen hier rein. Decken den Bauern durch. Der, vielleicht wegen hier solchen Geschichten.
G4, ne? Es muss eigentlich irgendwie G4 sein an irgendeinem Punkt. Nimm doch raus, Junge. Hallo Robert, nice to meet you. Erste Nachricht, auch wieder Troll-Account. Hallo, nett. Kenne ich dich persönlich oder was ist los? Oder haben wir mal ins selbe Becken gepinkelt? Ins selbe Pissbecken oder was ist. Wie kommst du dazu hier? Wie kommst du hier zum Stream? Jetzt ist aber der eigentlich eine Drohung, oder? F4. Der meine ich. Nasser Stuhlgang und Knights to Mate, you kennen sich natürlich. Es ist bestimmt Jexer mit zwei Accounts. Knights to Mate, wir hatten hier schon öfter Leute, die, erste Nachricht hatten. Die Frage ist, wo du meinen Vornamen kennst, Nice to meet you. Wenn du Twitch einschaltest, auf Chess Live gehst und auf mir einen Vorschlag gehst, steht es zu viel, oder steht es bei mir noch drin und da, wer bin ich? Wir hatten auf jeden Fall schon Leute, die dann so reinkommen als Gruppe und dann anfangen irgendwann hart zu trollen. Da ist man halt so ein bisschen gebranntes Kind, ne? Aber es kann natürlich sein, dass du einfach auf der Seite, wer bin ich, gesehen hast, was abgeht. So, da kommt der. Oder der einfach. Ich wollte eigentlich den machen und den spielen. Ich will hier reinhüpfen in das Feld, aber jetzt wird er wahrscheinlich den spielen, weil er das selber sieht. Mein Name ist Robert. Ich bin studierter Informatiker und spiele schon seit der Kindheit gerne Computerspiele jeglicher Art. Ich hab's ja vermutet. Ist ja gut. Auf dem Kanal findet ihr deshalb hauptsächlich Spiele-Content, aber auch Educational Streams über Informatik. Falls da Wünsche sind, bitte im Discord einbringen. Im Discord vor allen Dingen. Ey, wir machen jetzt on stream mache ich jetzt einen neuen Discord auf. Der alte wird weggeschmissen. Der hat eh sehr viel. Wir machen jetzt einen Discord auf. Wie geht das? B-Boomer? Add a server. Create my own. For me and my friends. For a club or community. Servername. Tuxmanischer. Discord. Create. Invite your friends. Invite link, no limit, never expire, generate new link. So, edit command, wie ist denn das? Command, edit, Discord. So, alle in Discord rein hier. Ja. Stellungstechnisch natürlich schwierig hier. Nein, der alte Discord ist so verklumpt, Junge. Den will ich nicht aufmachen. Der ist so vor so viel altes Zeug, was eigentlich weg müsste. Und ich habe keinen Bock, das alles aufzuräumen. Ich würde gern hier reinhüpfen, ne? Gern hier reinhüpfen. Hier will ich gern hin. Aber wie? Oh, jetzt wäre der halt auch gut, ne? Wir gehen mal hier hin mit der Idee, hier hinzugehen. Dann kommt der. Läuft. Der kann nicht gleich kommen hier. Dann kommt der. Wie ist das aber zu bewerten? Ich denke, so schlecht steht, weiß gar nicht, wenn die Damen getauscht sind. Das hier ist nicht wirklich eine Bedrohung. Und ich habe die D-Linie, die C-Linie. Mein Backpapier hat gerade in der Mikrowelle angefangen zu brennen. Dann war es wahrscheinlich mit so Öl noch voll.
Ja, genau, weil auf Takes kommt nämlich Takes. Der Läufer, das einzige Gute an meiner Stellung ist, dass der Läufer von Schwarz im Moment auch nicht wirklich aktiv ist. Aber sobald sich das ändert, wird das hier schwierig für mich. Der ist jetzt normal eigentlich. Verhindert halt meinen Springerzug, der ja eigentlich der einzig gute Springerzug ist. Dann hätte man halt auf den, hätte man vielleicht den hier. Versucht den so abzugrasen oder sich hier reinzustellen. Wobei dann. Wir müssen mal gucken, wie das hier weitergeht. Ich werde mich jetzt in den berühmt-berüchtigten Lurk verabschieden. Ja, hau rein, Knights to Mädchen, ne? Jetzt bist du gleich auf dem anderen. Kaioken ist auch schon vom Twitch gezeichnet. Misstrauen überall, ne? Ich denke mal B6. Ich hätte B6 gespielt. Will er mich jetzt fesseln? Das kann ich natürlich machen, muss ich hier hingehen, ne? Er kann mich fesseln, ich gehe hier hin, er geht hier hin. Dann der. Naja, so ganz klar ist es nicht, ne? Selbst diese Fesselung ist ja nicht so ganz klar. Ich schlage einfach erstmal raus. Also wenn, muss er schon so fesseln. Okay, den Bauern. Meinst du, der Bauer ist es, oder was? Also erstmal kann ich den nehmen. Ich hab das Schach hier, das ist strong. Ich muss jetzt noch kalkulieren hier. Ein bisschen kalkulieren, aber es sieht eigentlich gut aus. Was, wenn ich den hier schlage? Und dann mit dem Turm arbeite? Oh, er macht gar nichts, ne? Er sagt sich, da ist keine Gefahr. Ja, das kann aber nicht sein, Digga. Also jetzt müssen wir mal kalkulieren hier. Schach. Der. Dann kommt der. Und dann kracht's, ne? Schach. Er macht den. Kriegen wir eine Qualle. Schach. Und wir kriegen den Bauern. Das kann nicht gut sein für ihn. Was ist, wenn ich jetzt einfach hier nehme? Ja, das reicht mir eigentlich, ne? Das ist gut genug. Ist gut genug. Warte mal kurz, das muss doch hier irgendwie matt werden. Was sage ich, wenn ich hier nehme? Also wenn er nimmt. Achso, er hat das Schach, ne? Auf Vorsicht. Mann, das ist doch irgendwie matt. Ich kann es wieder nicht berechnen, Digga. Es ist wieder belastend. Was ist mit dem Schach? Geht er hier hin? Der geht er hier hin. Schachmatt. Ich mal, geh mal hier hin und versuche den Bauern noch zu kriegen. Er muss ja dann auch einfach gewonnen sein irgendwann mal. Irgendwann müsste mal Schluss sein hier. Rechnen wird auch einfach kategorisch abgelehnt.
Geben einfach weiter Schachs. Richten wird abgelehnt, wir geben einfach Schachs. Guck mal, das ist geil. Weil entweder er geht jetzt hier hin. Oder, den hat er auch noch. Den hat er auch noch. Ah, der ist sogar nicht schlecht, ne? Den haben wir auch noch. Das nimmt er hier raus, ne? So frech wie er ist. Ich weiß nicht, was ich hier treibe, ne? Ich rechne einfach nichts. Und der hat immer noch dieses Dauerschach hier, ne? Das ist halt mein Problem eigentlich. Kann er hier einfach nehmen? Wahrscheinlich. Scheiße, und ich muss das Dauerschach aufhalten, ne? Schach? Schach! Wir haben es aufgehalten. Und dann reicht's. Ja, er geht natürlich hier hin. Hier kann er jetzt nicht mehr hingehen. Schach, er geht hier. Ich stelle mich aber auch an wie der erste Schachmensch, ne? Ich kann einfach den Dingsrollen opfern und gewinnen, ne? Der König macht eine Rundreise hier, ne? Der König macht eine Rundreise. Und er hat Perpetual. Es ist gewonnen, wer weiß. Mann, jetzt habe ich so lange rumgeeiert, dass ich keine Zeit mehr habe, ne? Ja, Perpetual nehme ich jetzt mit. Ich habe keine Zeit mehr. Ach Gott, ey. Was für ein Rumgemacher, Alter. Was ist denn hier gewesen? Hier gab es doch safe irgendein Matt. Matt in 7. Tag, 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 Tag. Okay, hier wäre besser gewesen. Matt in 5. Matt in 4. Okay, wir hätten hier hingehen müssen. Martin 2. Na sicher. Ja, kann man natürlich berechnen, ne?
kam ich hier nochmal in die Nähe eines Mattes. Nee, der hat dann angefangen, die bauen hier und das war alles. Ja, ich hätte halt einfach hier nehmen müssen, ne? Und sagen müssen, komm, Digga. Wir laufen. Es gibt kein Perpetual mehr. Egal. Es geht ja um den Spaß, ne? So, ich geh's komplett auf Angriff. Wen können wir denn raiden, Digga? Es ist kein Mensch online. Doch, einer ist online. Raid? Positiv wie Just, mein Lieblingsösterreicher. So, ich wünsche euch noch einen schönen Feiertag. Ja, und bald wieder streamen wahrscheinlich. Irgendwie, irgendwann. Wir sehen es bei Honeypoo. Gebt den Haver ja mal eine kleine Chance. Der Haverer hier ist ein ganz. Spielt einfach Uso, ne? Der Haverer verdient eine Chance, ne? Der Geschießene. Gehen wir auf die Blutwiesen, ne? Das ist mein Österreichisch auch nicht gut, ne? Haut rein. Und die Bartöder spielen.